So, meine Lieben, es geht hier sehr gut voran. Der Maler ist fertig hier oben. Ist alles gestrichen. Löcher sind geschlossen. Da oben waren ja zwei große Löcher. Klebebänder und die Fenster müssen auch weg. Das machen wir. Das macht nachher der Maler, wenn er fertig ist. Ja, ja, ihr seht, sie kommen schneller voran, wie ich filmen kann. So sah der Boden aus hier. Verspachtelt, ausgebessert, da wo die Träger durchkamen, wurde Holz eingearbeitet, ausgebessert, nachher alles geschliffen. Und wie ihr sehen könnt, ist der Bodenbelag hier oben schon geklebt. Es geht also ratzfatz. Hier wird jetzt gerade mit dem Zahnspachtel der Kleber aufgetragen. Kann ich ja noch filmen. Jawohl. Ja. Und ja, wie gesagt, Boden ist schon geklebt. Und ja, der Grund, warum ich gerne mit Klebevinyl arbeite, obwohl viele Leute sagen, es wäre so teuer, ist auch der, dass der Boden jetzt auf Dauer, auf Lebzeit, ja jetzt auch ordentlich ist. Ja? Weil ihr müsst das mal so sehen, von diesen 50 Euro den Quadratmeter, was ich jetzt hier in der Wohnung investiere, geht ja ungefähr die Hälfte, also gut die Hälfte, dafür drauf, den Boden vorzubereiten mit Ausgleichsmasse etc. pp., was ich eben alles aufgezählt habe. Und das bleibt ewig quasi, weil dieser Belag an sich, der kostet ja im Kauf, kostet ja mich ungefähr zwischen 9 und 12 Euro netto. Ja, und Verlegekosten hast du ja sowieso, klar, bei Klebevinyl vielleicht einen Euro mehr den Quadratmeter oder zwei, aber den hast du auch bei Laminat und bei Klickvinyl. Aber wie gesagt, die Investition geht vor allem in den Boden und dann kannst du irgendwann nach 10, 15 Jahren, wenn dir dieser Belag nicht mehr gefällt, den einfach abziehen und kannst dann wieder Laminat oder Klebevinyl oder Klickvinyl, was auch immer legen, weil jetzt könntest du auch hier Klickvinyl legen und es besteht nicht die Gefahr, dass die Verbindungen kaputt gehen. Ja? Also deswegen, das war das, worüber wir letztens in Facebook diskutiert haben in der Community, wo ich gesagt habe, Leute, ihr vergesst einen ganz wesentlichen Punkt und das ist eben der Boden. Der Bodenleger hat mir mal ein Muster mitgebracht hier von einem Sockelleister aus Kunststoff mit Holzkern. Hier, ja. Und hat mir empfohlen, den zu machen, weil der hat unten eine Gummilippe und dadurch kann er sich besser dem Boden anpassen und wird dann angeschossen, also runtergedrückt und dann angeschossen. Die sind weniger empfindlich im Vergleich zu den Holzleisten. Ich muss es schon mal ganz ehrlich sagen, mir gefallen die weißen Holzleisten besser. Die Sockelleisten, die sind ja ca. 50 mm hoch, 16 breit. Sieht auf jeden Fall wohnlicher aus. Praktischer sind die, hat aber nach meinem Geschmack so einen Bürostyle. Und wir sind jetzt so verblieben, dass wir erstmal den Boden fertig machen und dann lege ich mir die Leisten mal nebeneinander und dann treffe ich eine Entscheidung, was ich dann damit mache. Fliesenspiegel, dürft ihr gespannt sein, was wir da machen. Will ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Ja, hier habt ihr vielleicht schon gesehen, auf Instagram hatte ich Bilder gepostet. Ich sage ja gern mal, wenn man irgendwo eine Baustelle aufmacht und will was tauschen, dann wird daneben eine neue aufgemacht. Hier war das exakt der Fall. Wir wollten, oder ich habe gesagt, wenn der Sanitärmann sowieso schon hier ist, soll er mir bitte alle Eckventile, alle Wasserauslässe tauschen. Und hier ist es dann rausgerissen. Diese Unterkonstruktion, die war nicht mehr fest und dadurch musste jetzt dann eben das hier geöffnet werden. Ein Fehler hat er hier gemacht, der Mitarbeiter von dem Sanitärmann. Normalerweise gehören ja diese Kunststoffstopfen drauf, vor allem auch dann, wenn gefliest wird. Das hat er hier ja schon fertig gemacht. Ja, wie soll ich denn hier jetzt noch was, wie sollen wir hier noch was einarbeiten? Normalerweise nimmst du ein Stück, schneidest ein Loch und setzt es rein und die Rosette deckt es ab. Aber das muss wieder raus, da müssen Gummistopfen dran. Ja, also denkt dran, wenn sowas gemacht wird, noch keine Fertigmontage machen. So, hier ist wie gesagt auch der Boden. Ah ja, genau, übrigens, den Bodenbelag habt ihr ja gesehen. Normalerweise legt man den immer in Richtung Fenster längst. Ich habe aber hier entschieden, dass wir das querlegen, aus zwei Gründen. Erstens, sonst sieht das hier aus, wäre das hier die A3. Ja, es zieht das ja ungemein lang. Und der zweite Effekt ist eben durch dieses Ziehen, der Raum wirkt einfach breiter, wenn die dann quer gelegt werden. Und deswegen legen wir die jetzt quer oder ich lasse sie viel mehr quer legen. Kommen wir ins Bad. Hier haben wir nämlich das gleiche Spiel. Hier, fertig montiert. Okay, hier kann ich es noch verstehen, weil wir eine Wasserzapfstelle brauchen. Aber normalerweise gehören genau diese Stopfen da drauf, die habe ich eben gemeint, weil die kannst du schön rund ausschneiden und kannst die Fliese einsetzen. Ja.
um hier das Geberit-Modul entsprechend anbringen zu können, haben wir den Anschluss versetzt. Darüber hatte ich schon gesprochen. Da gehört jetzt noch eine Fliese hin. Der Abfluss wurde nach hinten versetzt, das Loch ausgebessert mit Holz und geschlossen. Und wie ihr sehen könnt, auch ein Gewebe eingearbeitet, damit das auch wirklich fest ist. Das gleiche hat er hier gemacht, weil hier war ja auch so ein Flicken, wenn ihr euch erinnern könnt. Und deswegen auch mit Gewebe eingespachtelt. Hier den gleichen Fehler gemacht. Hier sind auch schon die Eckventile drauf. Die sind übrigens auch rausgerissen dann. Und deswegen hat er hier neues Holz eingearbeitet und die jetzt neu angebracht. Wobei hier würde es noch gehen. Die Eckventile sind nicht ganz so groß und so lang wie die anderen. Und dadurch, dass das jetzt hier hinter der Dusche verschwindet, brauche ich hier auch keinen Schönheitspreis. Aber merkt euch bitte, da gehören normalerweise diese Gummistopfen drauf bis zur Fertigmontage. Ja? Hier Eckventile getauscht und da hatte ich eigentlich mit gerechnet, dass mir die Wand entgegenkommt, wenn die das Waschbecken abnehmen. Und hier ist genau das Gegenteil eingetroffen. Hier ist alles noch bombenfest. Und ja, demzufolge seht ihr, wie es manchmal läuft. An den Stellen, wo du nicht mit rechnest, geht was kaputt. Und da, wo du mit rechnest, eben nicht. Gut. Ich denke mal, das müsste es soweit gewesen sein hier in der Wohnung. Ja. Und hier wird jetzt natürlich heute noch ausgespachtelt, damit das auch in Ruhe trocknen kann. Dann sieht das aus wie hier und dann wird im Anschluss alles komplett geschliffen und dann sollte es die nächsten Tage hier unten weitergehen. Die Rechnung vom Elektriker ist übrigens da. Das lag jetzt bei 1500 Euro für die gesamte Elektrik. Unterverteilung neu, Automaten neu, Schalter, Steckdosen neu, E-Check. Bei 1500 Euro. Okay, dann würde ich sagen, beim nächsten Video wird wahrscheinlich der Fußboden schon fertig sein, beziehungsweise ich denke, ich werde warten, bis das Bad auch fertig ist, dann machen wir noch ein Abschlussvideo und dann nenne ich euch nochmal die gesamten Kosten. Jo, danke fürs Zusehen, danke für euer Interesse und einen schönen Tag.